damit gehört Leute, was geht, mein Herz kommt zurück zu einer neuen Folge von Newer Super Mario Bros. Wii. Und wir starten heute rein mit 7-7 und zwar dem Star Heaven. Und schaut euch dieses Bild an. Ist es nicht wunderschön? Definitiv nein. Und Guys, noch eine ganz wichtige Neuigkeit, falls ihr es schon direkt seht, das ganze Game läuft jetzt in 4K. Let's go, der Hype ist real. So, dann würde ich sagen, steppen wir direkt hier lang. Ein Goomba, du bist direkt down. Hier ist auf jeden Fall ein Hammer, Bruder, Wurf, Hammer, Hammer drin. Tja, das ist der Hammer. Ah! Zack. Oh mein Gott, das ist knapp. Vor allen Dingen, habe ich schon erwähnt, dass diese Viecher pink sind oder lila, wie auch immer. Die wurden auf jeden Fall retextured. Boah, man sieht die gar nicht. Die sind so richtig Camouflage hier, verunsichtbart. Okay, wir gehen ganz entspannt hier oben lang. Was ist da unten? Oh, da sind Muncher. Guten Tag, wie geht's? Ich esse Luft. Ja, da dachte ich mir. Will den Typen da treffen. Schade. Danke, blauer Schalterpalast. Hier hast du mir wirklich mein Leben gerettet. Vielen Dank. Alles klar. Ah! Nee! Das Warten hat sich gelohnt. Die verschwinden einfach ringsrum und dann kommen die erst viel, viel später oben wieder. So, was ist hier drin? Hier will ich jetzt aber ein krasses Item. Dankeschön. Hier ist ein P-Switch. Oh mein Gott, ich dachte, die fallen jetzt einfach alle auf mich runter. Zack! In deinen Rücken. Das ist der Backstab. Angenehm. Was macht er denn da? Was ist los mit der Steuer? Ich komme ja gar nicht mehr klar. Ach nee. Also hier passieren ja ganz, ganz weirde Sachen. Ach komm, der hat mich doch gar nicht berührt. Ich gehe gleich und mach das nicht mehr weiter hier. Ich verlasse jetzt diesen Raum und komme nie wieder zurück. Oh, da geht's wirklich rein. Okay, ich war mir unsicher. Oh, ich bin klein. Das ist überhaupt nicht... Ah, ich bin groß. Das ist sehr schön. Diese Blockformation geben mir voll die Tetris-Vibes. Und auch das Ziel. Wie angenehm. Nachdem ich hier 500.000 Mal gestorben bin. Challenge House F. Ganz genau, wir kommen wieder zu einem weiteren Challenge House. Und ich hoffe, es wird nicht allzu schwer. Ja, auf eine Sekunde noch so. Hätte auch gerne nicht ganz so knapp sein können. Starfruit Garden. Welt 7, 8. Ganz genau. Guys, falls ihr gar keine Ahnung habt, wo wir sind, schaut euch die letzten Folgen an. Es war geisteskrank, wie wir auf einmal hier im Weltraum rausgekommen sind und Schwerkraft und sonst was. Das war zu innovativ und Guys, ihr wisst Bescheid. Bis Ende dieses Projekts und nur bis dann wird es wunderbar innovativ Merchandise geben. Einmal dieses schwarze und weiße T-Shirt. Das gibt es danach nie wieder. Wenn ihr darauf was haben wollt, empfehle ich euch direkt mal zuzuschlagen, so wie Will Smith. Und diese Starcoin ist unmöglich. Oh, wir haben die Starcoin. Let's go. Das war auch überhaupt nicht... Warum machst du mitten im Sprung? Ich drück nicht nach unten. Okay, wir haben es geschafft. Let's go, die. Nee, jetzt spuckt ihr hier kein Feuer. Grün. Da kommt keine Pflanze raus. Sass. Let's go rein da. Und natürlich keine Starcoin, aber bitte ein krasses Item. Ein Stern? Wofür? Oh, bitte sag mir nicht, dass jetzt hier irgendein krasses Secret kommt, wo ich einen Stern brauche. Ich kann ihn hier verlängern. Es kommt safe ein krasses Secret. Nein, 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 vorbei. Heute ist meine schlechteste Leistung angekommen. Hä? Lol, das fährt einfach nach oben in die Starcoin rein. Was ist das denn? Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Checkpoint, let's go. Oh, eine Feuerblume. Aber jetzt, let's go. Ach komm, was ein Schmutz. So, hier unten geht's jetzt weiter. Feuer, Achtung, bitte nicht verbrennen. Übertreibt, schießt halt gleich drei Spuckflammen-Schießgeräte auf einmal. Und dann ist hier oben nicht mal ein Item drin. Ah, na. Warum? Wie wäre es einfach mal damit an der Stelle zu warten, bis man... Wohin führt mich das? Bis man hier genug Zeit hat.
ein One-Up. Boah, habe ich sogar tatsächlich nötig. Unfassbar, oder? Wo geht's hier lang? Wieder nur hier unten. Was, wofür ist das Blau hier? Bitte sag mir, hier ist das Ziel. Let's go, wo ist die letzte Starcoin? Ich will dieses Level nicht nochmal spielen. Nova Star Castle. Joa, diese Röhre ist nicht vertrauenswürdig. Nicht, wenn ein riesengroßer Pfeil da ist und Lava. Was erwartet mir... Oh nein. Gar nichts, hier wird gespeedrunnt wie ein Weltmeister. Zack, Doppelsprung, Dreifachsprung, Salto rückwärts und tot. Ah, guten Tag. So, hier ist die erste Starcoin, die nehme ich gerne mit. Oh mein Gott, da kommt wieder so ein Dings von oben. Was sind das für Slopes? Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Aber diese Slopes sind ja mal anders unangenehm. So, hier wird geskippt. Alles, was skippbar ist, wird hier geskippt. Nee, gar nichts. Das ist bisher das schlimmste Level von allen. Na, oh mein Gott, das war wieder todesknapp. Was gibt's hier oben? Oh, bitte die Starcoin. Das wär echt mal strong. Warum habe ich das Gefühl, die explodiert da unten? So, hier den Knochen trocken rausnehmen. Und die Starcoin einsammeln. Oh mein, der hat mich doch safe berührt. Das war safe Betrug. Egal, ich nehm's hin. Jetzt wurde ich getroffen. Das ist gar nicht gut. Das ist sehr gut. Wir sind einfach am Ziel. Ach ja, das war dieser sehr innovative Bosskampf. Der wird nicht besonders. Egal, wie oft man ihn reinbringt. Spaceship Cooper. So heißt das wunderbare Airship in dieser Welt. Ob es so wunderbar ist, werden wir jetzt sehen. Ich habe mir sagen lassen, Kisten kaputt machen ist eine gute Idee. Nee. Wie kommt man denn... Hä, wie soll ich da an die Starke... Oh, hier ist ein Durchgang. Nee. Oh, okay, direkt verstanden. Boom, die Starcoin mitnehmen, let's go. Also man merkt richtig, wir gehen auf das Finale zu. Es wird schwerer. Okay, hier müssen wir unten an dem Feuer vorbei. Jumpen. Zack, ja, easy going. Als hätte ich in meinem Leben nichts anderes gemacht. Okay, da unten sind so bewegende Trading. Und hier oben erstmal der Checkpoint. Das ist doch schön. Oh, hier unten brauchen wir wieder einen Bob-Omb. Warte, dann nehme ich den von da links mit. Nein! Was? Der ist 2 Millimeter vorher explodiert. Hier spawnen keine mehr. Da waren zwei... Ach, nee, komm. Nee, wir gehen weiter. Hier wären eigentlich 2 Bob-Ombs gewesen. Dann halt nicht. Die Jumps hier könnten aber auch mal angenehmer sein. Mann, was ist denn das jetzt schon wieder? Keine Ahnung, wie mir hier durchkommen soll, ohne getroffen zu werden. Das ist unmöglich. Ich sterbe schon wieder. Es ist halt einfach mega unfair. Warum ist das so? Warum? Ey, ich gebe gleich einfach auf und spiele das nicht mehr. Seit 10 Minuten struggle ich jetzt an derselben Stelle. Ich sitze seit 10 Minuten an derselben Stelle. Und dann diese dumme Starcoin, die man erst alle 10 Versuche oder so einsammeln kann, weil einfach die Bomben zu weit wegfliegen oder sonst irgendwas. Es macht gar keinen Spaß mehr. So, und hier müssen wir jetzt warten, bis sich das häufig genug gedreht hat, damit die Röhre wieder oben ist. Ich brauche ganz dringend eine Pause. Also, es ist unfassbar krass. Ich bin schon wieder seit 45 Minuten in der Aufnahme. Ist das nicht schön? Und damit wäre Welt 7 auch abgeschlossen. Welt 8 ist eine Technikwelt im Sky? Cooper Planet heißt das erste Level, auf das ich eigentlich gar keinen Bock habe. Aber Battalion Frontier begrüßt uns hier schon. Was? Innovativ unten in der Videobeschreibung. Ihr findet auch die Mod, falls ihr sie selber zocken wollt. Was? Hier fahren Züge, Panzer, wie auch immer man das jetzt sieht. Oh mein Gott, ich wurde getroffen. Das ist die Definition von geisteskrank innovativ. Nein, ich bin dagegen gesprungen. Vor allem auch, wie krass, dass sich der Boden bewegt. Imagine, das ist ja so nicht im Game. Das haben die ja legit reingecodet, weil sie Langeweile haben. Und scheinbar auch sehr viel Langeweile. Checkpoint. Ich muss an die Starcoin. Ich hab sie. Der Nebel ist auch nicht schön. Und dann ist die Musik so laut. Es tut mir leid, wenn ich lauter rede. Aber die Musik ist halt so giga laut. Nee, ich will die Redcoins gar nicht alle. Komm runter. Da. Ja, let's go.
5 haben wir. Reicht doch. Kann ich in die rein? Ich hoffe nicht. 4? Was heißt 4? Da war die Starcoin. Das ist nicht euer Ernst. Nee, nee, Scam. Scam. Kompletter Scam. Die letzte Starcoin, die hole ich safe nicht nach. Wie fängt denn die 8. Welt an? Hä? Jet Airship 8.2. Es geht geisteskrank los in Welt 8, Guys. Wenn ihr hiervon nichts verpassen wollt, würde es mich mega freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und ihr werdet zusätzlich auch immer benachrichtigt, sobald ein neues, newer Video kommt. Ich wurde schon wieder richtig stupid getroffen. Warum ist es so schnell? Auf einmal Usain Bolt geworden, das Scrolling. Hä? Alles klar, das Scrolling übertreibt halt auch komplett. Hä? Ey, das ist so... Du hast keine Chance auszuweichen, weil das Scrolling an dir vorbeirennt wie sonst was. Also was ein Betrug. Und dann sind das so 100... Alles klar. Alles klar. Heiliges Opernhaus. Ich kann nicht mehr. Das ist viel zu fest. Oh, nicht nochmal jetzt so fest. Wobei, hier kann es jetzt schneller werden. Hallo. Es ist so stupid. Ey, Schalterpaläste, jeden Einzelnen. Ich liebe euch so sehr. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ah! Durch die Geschwindigkeit einfach ein Horror-Game geworden. Das ist der erste... Der Checkpoint? Oh, no. Und jetzt noch Schraubengejumpe auf Speed. In der Tat. Wer hat sich das ausgedacht? Ich verlasse jetzt diesen Raum und komme nie wieder zurück. Okay, okay, okay. Wir sind schon mal 2 Millimeter weiter. Ich will hier oben lang. Da oben könnte eine Starcoin sein. Ist sie aber nicht. Okay. Ich hasse euch. Wie soll ich denn da... Ach so, das ist gar kein Boden. Das weiß ich natürlich. 2000 Tode später. Starcoin nur was für Loser. Starcoin nur für Loser. Starcoin nur für Loser. Was? Ja. Das Ziel, das Ziel. Wir haben das Ziel erreicht. Oh yeah. Uhuhu. Genau. Bevor der Psychologe kommt, schauen wir auch noch in 8.3 rein. Burnstone Flow Falls. Aber der Psychologe ist auf dem Weg. Ich bin wieder unterwegs. Ich mag diese Plattform nicht. Das sind Lava-Wasserfälle. Die sehen mega schön aus. Genau! Hä? Starcoin in meine Tasche. Starcoin! Was zur Hölle passiert hier? Sehr geehrtes Newer Team. Ich möchte euch hier meine vollste Empfehlung aussprechen. Aufhören, Level auf irgendwelchen Substanzen zu bauen. Ich heule. Ich heule... Mann, ich stelle mich auch heute richtig schlecht an. Wie Affen bei einer Flugshow. Ich will doch einfach nur noch das blöde Ziel. Ja. 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 Factory Tower. Hört sich nicht gut an. Sprechen wir es langsam aus. Hört sich nicht gut an. Oh, eine Ranke. Wenn ich mich gut anstellen würde, kann ich die sogar hochklettern. Hier gibt es eine Starcoin für. Hier gibt es eine Starcoin für. Let's go. Und ab nach oben. Was soll ich mit diesem Trampolin? Oh, das muss ich hinplatzieren und hochspringen. Okay, okay. Was machen diese Bob-Bombs hier? Geht doch weg. Durch, durch, durch. Okay, okay. Checkity, checkity, check. Point? Ah, und der macht uns jetzt hier die Blöcke auf. Wie cool ist das denn? Hier ist kein Item drin. Das ist schön. Wie viele Bob-Bombs kommen da? Oh, stellt euch vor, hier wäre einfach schon das Ziel. Das wäre so schön. Ey, das Level war so schwer. Sieht mir verdächtig nach Ziel aus. Let's go.
Das war eine Tortur heute. Aber wenn ihr von dieser Tortur nichts mehr verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Es würde mich mega, mega freuen und auch unterstützen. Und um nichts mehr zu verpassen, empfehle ich euch, den Kanal zu abonnieren. Ich wünsche euch dann jetzt noch einen wunderschönen guten Tag. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.